Morgen, Jungens und Mädels. Wir spielen Five Nights at Fuckboys, weil wir müssen die drücken. Okay. Five Boys at Fuck Nights. Was für ein Level sind wir jetzt eigentlich? 7? 8? 7, glaube ich. 8. Freddy ist auf 8 und Foxy ist auf 1. Ja, aber ist fast genauso stark. Aber voll. Guck mal, was du für Parts kaufen kannst. Aber viele, viele Tokens hast du, glaube ich, nicht mehr. Parts. Bye. So, Challenge, Classic Microphone. Auf Bronze. Was wählen wir da aus? Ja, Bronze. Ja, da gibt's noch. So, Shield. Hat er noch jawohl. Head Skeleton A. Haben wir anscheinend schon. Ja, A, aber das, du hast ja den B gekauft. Body Skeleton B. Kannst ach, du stimmt, machen. Stimmt, ja. Nice. Und Fuel? Kaffee. Alter, okay. Gut. Jetzt sind wir ready. Aber für das Fuel ist es für die Ding? Für den Overdrive? Das könnte sein. Könnte echt sein. Aber wie was kann man Optimize machen? Nix. Ach, da macht er wahrscheinlich automatisch die best verfügbaren Items. Ah, und Clear machst du wieder weg. Ja, okay. Dann geh mal auf den Foxy und mach da Optimize. Und dann hat er automatisch die besten Items, die noch verfügbar sind. Ja, okay. Gut. Das finde ich cool. So eine Funktion hätte ich auch gerne bei Final Fantasy X gehabt. Optimize. Gut. Nicht Endgame. Du kannst noch speichern vor allem. Habe ich gerade. Okay. Ja, dann würde ich mal spaßeshalber zu den Bs gehen, weil jetzt bist du zu zweit und stärker. Dann dürfte das eigentlich gehen. Auch wenn, sagen wir mal, drei ja. kommen. Schauen wir mal. Ausprobieren. Hier, ne, meinst du? Ja. Eine den locker. Locker. Engage. Ready. Was soll ich machen? Skill, oder? Nee, normal, weil Skill verbraucht ja Punkte. Ich kann immer nur einen wählen, mit dem ich angreife, oder? Warte mal, Freddy and Co. Aber das ist jetzt die Frage, weil bei Final Fantasy war das so, wenn du einen Gegner gekillt hast, also einen schwachen Gegner, oh guck mal, er hat sogar eine übersprungen. Wenn du einen schwachen Gegner killst, also wenn nur einer von deinen drei Leuten dran ist, da bekommt nur der eine einen Punkt. Es bekommt nur derjenige Punkte am Ende des Kampfes, der auch am Kampf teilgenommen hat. Ja, aber okay, hier kriegt jeder wahrscheinlich. Ja, einfach. Weil jetzt wissen wir es ja, weil Foxy jetzt Level 3 ist. Boah. Hast du gesehen, wie viel Damage der bekommen hat? Aber wieso hat er... Ja, mach Scream. Und da nochmal. No Damage. Der macht über 1000, der Freddy. Krass. Jetzt ist Freddy, Foxy. Caffeine-free Soda oder was, was so viel Power macht? Keine Ahnung. Ist ja egal. Jetzt trainieren wir den Schuss mal. Ich glaube, jetzt kann man auch die Kamera machen, wenn das so viel Damage macht. Guck mal, was der Freddy jetzt für Damage macht. 1364. Nee, das war der Foxy, der hat den Kingly Hook. War das Foxy? Nee, oder? Probier's nochmal. Foxy, wirklich, ja. Foxy macht zu viel Damage. Das könnte ein dünnes Item sein. Ja, das ist doch die Superwaffe für den. Stimmt, die haben ja gesagt, das ist eine mächtige. Dann können wir damit echt eine Kamera slayen. Ja. Wir finden lauter. Probieren wir es mal? Ja. Slay! Wie viele Milliarden XP haben wir jetzt bekommen? 1000. 1000 ist ne, immerhin. Level 6. Boah, wie ein Fox. I fucking did it. Eat my shit. Eat my shit. Gut. Geh mal. Was jetzt auch interessant wäre, ob wir einen Gamma packen. Ich hoffe jetzt noch Skills. Inhale my dog. Skills.
für Foxy. Alle. Aber brauchen wir die eigentlich? Weil mit dem Scream macht man so viel Damage. Ja, vielleicht mal die ja noch mehr. Das ist eine Attacke, die zusätzlich mit Skillpunkten aufgeladen wird. Im Prinzip. Bei Freddy ist ja zum Beispiel der erste Skill, der günstigste, ja. Der ist ja zwei Angriffe. In einer Runde. Jetzt mal eine Frage, hat das jetzt funktioniert, weil er mal gesagt hat, fuck off? Ja. Dann probier ich es gleich mal, die zwei zumindest schon mal. Ach, müssen wir die gar nicht ausrüsten. Ja, kauf den dritten auch noch. Das sind mal vier, oder? Dann kauf vier. Ich glaube, der vierte war Quid oder so. Ah, ja, kennst du. Rushdown. Das ist wo er herkommt. Rushdown, ja, da klingt gut. So, speichern und Wir probieren es aber nochmal. Und Gamma. Ah ja, stimmt. Wo gibt's die? Da, wo Foxy war, in dem Raum. For example. Ist das da unten? Nee, es war da links. Oder du gehst da, wo das Hütchen da ist. Das ist auch, dann sind wir drei Gamma. Oder wollen wir die Kamera da oben mal probieren? Welche Stärke hat die? Krieg die mal an. Aber ich glaube, die hat dann auch Difficulty 3. Ach, da können wir ja dann... Zwei Gammas, ja, das ist interessant. Oh, engage, motherfucker. Mach Freddy Skill, den ersten. Den da, oder? Mach den ersten, der greift zweimal an. Ja, aber der verhindert, dass sie angreifen. Ja, dann mach das. Ich brauch halt viele Punkte. Da ist aber Gold. Foxys. Auf wen hab ich jetzt... Warum haben wir die Skills, bei Foxy? Auf wen hab ich jetzt den... Jetzt lassen wir es mal normal probieren. Wir wollen erst mal gucken. Wir machen das auf A. Skills. Und die Skills probieren wir jetzt durch, komm. Nein, jetzt nicht. Wir müssen erst mal gucken, ob wir die schaffen. Das ist so dumm. Ist er jetzt awake? Keine Ahnung. Nochmal? Ja, aber willst du den? Auf den anderen diesmal, oder? Ja, mach ihn auf den anderen und greif mit Foxy dann den ersten dafür an. Aber mach Skills bitte mit Foxy. Nee, wir machen nochmal den dann. Ja, wieso machst du keine Skills? Dann sehen wir mal, was Foxy macht. Ja, aber ja, okay, das können wir nächsten und bei leichteren Gegnern machen. Ich will jetzt einfach mal gucken, ob wir die schaffen. Ja, die schaffen wir ja. Den ersten haben wir ja schon. Ja, stimmt. Und der ist jetzt auch hinüber. Ja, durch die Attacke nur. Also Foxy Skill, ne? Scream. Der macht Scream. Und der macht uns fertig. Rushdown, oh ne, scheiße. Ja, der macht den ersten mal. Plank Walk. Sehen wir mal, wie viel Damage der macht. Can't paralyze. Enemy walk the plank. Ja, mach das jetzt, komm. Das ist ja wie Pokémon. Sieht sau geil aus. Aber macht kaum Damage. 1600 ist aber ganz ordentlich. Level 10 und Level 7. Oh, das kann man so lassen, da kann man trainieren in dem Raum. Gut, dann hätte ich gesagt, trainieren wir wieder off-cam. Und. Ja, eigentlich ist die Zeit für die Episode schon vorbei. Eben. Machen wir an der Stelle Schluss. Ja. Ja. Nichts mehr trainieren. Beim nächsten Mal wieder. Genau. So lang jetzt, für heute. Dann. Bleib geschmeidig. Genau. Das wolltest du sagen, ne? Bis. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.